Der Tod von Papst Benedikt XVI. Ist ein Ereignis, das die Herzen von Millionen Gläubigen auf der ganzen Welt erschüttert hat. Seine Beerdigung, die nicht nur ein Abschied von einem der am meisten respektierten spirituellen Führer war, sondern auch ein symbolischer Moment für die katholische Kirche, verbarg einige mysteriöse Aspekte. Neben dem zeremoniellen Ablauf, der Liturgie und den trauernden Gebeten tauchten bei der Beerdigung von Papst Benedikt XVI. Unklare Signale und versteckte Zeichen auf, die Spekulationen und Fragen weltweit aufwarfen. Steckte hinter dem scheinbar routinemäßigen Verlauf der Zeremonie etwas mehr? In diesem Film werden wir uns die versteckten Zeichen bei der Beerdigung von Papst Benedikt XVI. Genauer ansehen und ihre Bedeutung sowie möglichen Einflüsse auf Ereignisse im Leben der katholischen Kirche erkunden. Bevor wir uns in das Hauptthema vertiefen, lohnt es sich, die Persönlichkeit von Papst Benedikt XVI. Genauer zu betrachten, einen außergewöhnlichen Mann, dessen tiefer Glaube, außergewöhnliche Bescheidenheit und Liebe zu Gott das unbestrittene Fundament seines Lebens bildeten. Josef Ratzinger wurde am 16. April 1927 in Marktl, einer malerischen Stadt in Bayern, geboren. Seine Jugend fiel in eine schwierige Zeit der deutschen Geschichte. Wie die meisten deutschen Kinder dieser Zeit wurde er in die Jugendorganisation des Regimes eingezogen. Später wurde er in den Dienst der Flugabwehrhilfe versetzt und im November 1944 wurde er in die Wehrmacht, die deutsche Armee, eingezogen. Das Schicksal von Ratzinger änderte sich gegen Ende des Krieges, als er in ein amerikanisches Kriegsgefangenenlager interniert wurde. Nach seiner Befreiung im Juli 1945 entschieden sich Josef Ratzinger und sein älterer Bruder Georg, dem Münchner Seminar beizutreten. Dort begann er seine geistliche Reise, die ihn in späteren Jahren in die höchsten Kreise des Vatikans führte. Sein Lebensweg war voller Herausforderungen und Wendepunkte, die ihn schließlich dazu brachten, die Rolle des Papstes Benedikt XVI. Zu übernehmen. Am 29. Juni 1951 empfingen beide Brüder, Josef und Georg Ratzinger, die Priesterweihe und begannen damit ihren geistlichen Dienst. Josef lenkte sein Interesse auf die Wissenschaft, indem er Philosophie und Theologie studierte. Im Jahr 1953 schloss er seine Doktorarbeit ab und erlangte 4 Jahre später die Habilitation. 10 Jahre lang war Josef Ratzinger Professor an verschiedenen deutschen Universitäten und erlangte Anerkennung als herausragender Theologe. Sein Beitrag zur dogmatischen und fundamentalen Theologie war bedeutend und fand seinen Ausdruck in zahlreichen Veröffentlichungen. Im Jahr 1977 ernannte ihn Papst Paul VI. Zum Erzbischof von München und Freising sowie zum Kardinal. Die wirklichen Veränderungen im Leben von Kardinal Ratzinger kamen jedoch im Jahr 1981, als Papst Johannes Paul II. Ihn nach Rom berief und ihm die Funktion des Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre übertrug. Seine Rolle in dieser Institution, die sich mit dogmatischen und wissenschaftlichen Fragen in der katholischen Kirche befasst, festigte seine Position im Vatikan. Nicht umsonst wurde Kardinal Ratzinger als Mozart der Theologie bezeichnet. Seine Gelehrsamkeit und sein Beitrag zur Theologie spiegelten sich in Dutzenden von Büchern und Abhandlungen wider, die sich hauptsächlich mit Fragen der dogmatischen und fundamentalen Theologie befassten. Seine Gedanken hatten einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der katholischen Theologie. Nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. Am 2. April 2005 rückte Kardinal Ratzinger ins Zentrum der Aufmerksamkeit als einer der angesehensten und erfahrensten Geistlichen in der katholischen Kirche. 6 Tage nach dem Tod von Johannes Paul II., am 8. April 2005, leitete Kardinal Ratzinger das Begräbnismess des verstorbenen Papstes auf dem Petersplatz, das eine riesige Menge von Gläubigen und Vertretern aus aller Welt anzog.
Am 19. April 2005, dem zweiten Tag des Konklaves, wurde Josef Ratzinger zum Papst gewählt und nahm den Namen Benedikt XVI. An. Seine Wahl war in gewisser Weise vorhersehbar, da bereits am Ende des Pontifikats von Johannes Paul II. Spekuliert wurde, dass Ratzinger sein Nachfolger werden könnte. Allerdings äußerte der damals 78-jährige Kardinal während des Konklaves den Wunsch nach Ruhestand und Rückkehr in seine bayerische Heimat. Überraschenderweise wurde Benedikt XVI. Auf den Stuhl Petri gewählt, was er selbst als Überraschung und Herausforderung bezeichnete, indem er zuvor gebetet hatte, nicht gewählt zu werden. Ich bat den Herrn, jemanden Stärkeren als mich zu wählen, aber anscheinend hat er mein Gebet nicht erhört, gestand Benedikt XVI., indem er die Hände ausbreitete, als er einige Tage nach der Wahl mit seinen Landsleuten zusammentraf. Und fügte hinzu, als die Abstimmungsergebnisse langsam zeigten, dass die Guillotine näher rückte und ich ihr Ziel war, bat ich Gott, mich vor diesem Schicksal zu bewahren. Ich dachte, mein Lebenswerk sei bereits abgeschlossen und mir stünden Tage des Friedens bevor. Die größte Herausforderung für den neuen Papst bestand darin, sich mit der Legende und dem Charisma seines Vorgängers, Johannes Paul II., auseinanderzusetzen. Bei der Begrüßung der Gläubigen unmittelbar nach dem Konklave sagte Benedikt XVI., nach dem großartigen Papst Johannes Paul II. Haben die Kardinäle mich gewählt, einen einfachen, bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Der Pontifikat von Benedikt XVI., obwohl er sich stilistisch vom Pontifikat des polnischen Papstes unterschied, war aus doktrinärer Sicht eine Fortsetzung davon. Man nannte ihn den Papst der Sanftmut, aber auch des Mutes. Sein Pontifikat war geprägt von Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Geschichte der katholischen Kirche hatten. Trotz seiner Bescheidenheit nahm Benedikt XVI. Schwierige Herausforderungen an und hinterließ bleibende Spuren in der theologischen und geistlichen Geschichte der Kirche. Am 11. Februar 2013, während eines im Vatikan einberufenen Konsistoriums im Zusammenhang mit den bevorstehenden Heiligsprechungen, verkündete Benedikt XVI. Überraschend seine Entscheidung, vom Amt des Bischofs von Rom zurückzutreten. In seiner Erklärung gab er als Grund dafür sein fortgeschrittenes Alter, er war damals fast 86 Jahre alt, und das Gefühl des Kräfteverlusts an. Dieses außergewöhnliche Ereignis war das erste seiner Art seit über 700 Jahren, seit dem Rücktritt von Gregor XII. Im Jahr 1415. Seine auf Latein verfasste Rücktrittserklärung löste einen Schock und eine Erschütterung in den Strukturen der Kirche aus. Benedikt XVI. Entschied sich, nach 7 Jahren und 10 Monaten Amtszeit als Papst zurückzutreten. Diese ungewöhnliche Entscheidung, öffentlich bekannt gegeben, war ein seltenes Ereignis in der Geschichte der katholischen Kirche. Benedikt XVI. Verstarb am 31. Dezember 2022 um 9 Uhr 34 Minuten im Kloster Mater Ecclesiae im Alter von 95 Jahren. Der emeritierte Kirchenführer litt an amyotropher Lateralsklerose und hatte zusätzlich Probleme mit der Sprache. Am 28. Dezember erhielt Benedikt XVI. Das Sakrament der Krankensalbung sowie den Akt der Heiligen Kommunion. Die Beerdigungszeremonie von Papst Benedikt XVI., dem ersten emeritierten Papst seit dem 15. Jahrhundert, fand am 5. Januar 2023 statt, 6 Tage nach seinem Tod. Dieses Ereignis war ein außergewöhnlicher und historischer Moment für die katholische Kirche sowie für Gläubige auf der ganzen Welt. Nach Abschluss der Beerdigungszeremonie von Papst Benedikt XVI. Konnte man nicht gleichgültig gegenüber den symbolischen Ereignissen bleiben, die während dieser feierlichen Andacht stattfanden. Waren sie das Ergebnis von Josef Ratzingers Handeln aus dem Hause Gottes selbst?
Zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Trauermesse flogen schwarze Vögel tief über den Köpfen der Gläubigen. Zuerst kreisten zwei von ihnen über den versammelten Gläubigen. Nach einer Weile erschien ein weiterer Vogel, der so tief flog, dass er einige Menschen berührte, bevor er wieder wegflog. Der Anblick der schwarzen Vögel, die niedrig über der Menge kreisten, rief vielfältige Gefühle unter den Anwesenden hervor. Ihre Anwesenheit, obwohl natürlich, wurde zu einem irgendwie rätselhaften Element, das die Vorstellungskraft und Interpretation anregte. Die schwarzen Vögel, in der Lage, einige Trauernde zu berühren, verliehen dem Moment einen unvergesslichen, mysteriösen Charakter. In der Interpretation einiger Gläubiger könnten diese Vögel als ein symbolischer Himmelsgruß betrachtet worden sein, hinterlassen von dem emeritierten Papst. Die Farbe der schwarzen Vögel, oft mit Geheimnis und Veränderung assoziiert, brachte eine Atmosphäre tiefer Trauer und Reflexion mit sich. Eine bestimmte Gruppe von Menschen interpretiert dieses Phänomen als Ergebnis einer mystischen Botschaft, während andere darin natürliche Elemente sehen, die zufällig die Trauermesse erhellt haben. Unabhängig von der gewählten Perspektive wurde dieses Ereignis zum Gegenstand allgemeiner Diskussionen unter den Gläubigen und stellte ein außergewöhnliches Ereignis im Kontext des Abschieds vom emeritierten Papst dar. Das außergewöhnliche Phänomen der schwarzen Vögel über dem Petersplatz war nicht das einzige symbolische Bild, das die Gläubigen dazu veranlasste, über die potenzielle tiefere Bedeutung der Ereignisse an diesem Tag nachzudenken. Nach Beginn der Trauermesse versteckte sich unerwartet die Kuppel der Basilika St. Peter im Nebel, um kurz darauf wieder zu erscheinen, und das in einem sehr bedeutenden Moment. Die Kuppel mit dem in der Sonne leuchtenden Kreuz zeigte sich nur den Gläubigen während der Verlesung des Evangeliums. Diese ungewöhnliche Symphonie von Natur und Architektur, als ob sie in den Seiten der vorübergehend geschlossenen Basilika festgehalten wäre, bildete eine zusätzliche Schicht mystischer Erfahrung für die Gläubigen. Die Kuppel, die auf die Symbolik des Spirituellen und Sakralen hinwies, enthüllte sich zu strategischen Momenten und betonte die Bedeutung des vorgelesenen Evangelientextes. Die Sicht der schwarzen Vögel, die über den versammelten Gläubigen schwebten und einige Trauernde ansprachen, war dies nur ein zufälliges Naturphänomen, oder kann man darin etwas mehr sehen, das über gewöhnliche Erklärungen hinausgeht? Oder war es vielleicht kein zufälliger Höhepunkt, dass die Kuppel der Basilika St. Peter während des Lesens des Evangeliums für einen Moment erschien, sondern eine verborgene Botschaft, die die Herzen der Versammelten erreichen sollte? Diese kurzzeitigen Manifestationen von Natur und Architektur lassen uns mit Fragen zurück, die schwer eindeutig zu beantworten sind. Es ist erwähnenswert, dass ähnliche Szenen auch während des letzten Abschieds vom polnischen Papst stattgefunden haben. Während des letzten Abschieds von Johannes Paul II, genauso wie bei den Feierlichkeiten zum Begräbnis von Papst Benedikt XVI., schien die Natur ihre eigene Rolle zu spielen und brachte kurzzeitige, aber symbolische Phänomene mit sich. Während der Feierlichkeiten rund um Johannes Paul II begann der Wind, die Seiten des Evangelienbuches umzublättern, das auf dem Sarg lag. Dieser Moment schien nicht nur ein zufälliges Naturphänomen zu sein, sondern auch eine symbolische Betonung, als ob er die Dynamik und Bewegung im spirituellen Erbe des polnischen Papstes unterstreichen würde. Ein weiteres ungewöhnliches Ereignis fand während der Übertragung der Beerdigung von Johannes Paul II in der Basilika unserer lieben Frau von Guadalupe in Mexiko statt. Eine Taube setzte sich auf den Stuhl in der Tür der Kirche, der dem Heiligen Vater während seiner Pilgerreise nach Mexiko gedient hatte. Diese ungewöhnliche Erscheinung ereignete sich genau im selben Moment, als auf dem Petersplatz in Rom der Wind wehte. Ob diese Ereignisse nur zufällige Naturphänomene sind oder versteckte Zeichen, bleibt eine offene Frage.
Es ist jedoch erwähnenswert, dass ähnliche symbolische Momente in verschiedenen Kontexten auftreten, was darauf hindeutet, dass die Natur selbst eine Art Kommunikationskanal sein kann, der uns in entscheidenden Momenten für das Leben der Kirche und ihrer geistlichen Führer erreicht. Diese außergewöhnlichen Phänomene während der Begräbnisfeierlichkeiten der Päpste, sowohl Johannes Paul II. Als auch Benedikt XVI., lassen viel Raum für Reflexion und Interpretation. Betrachten Sie sie als zufällige Naturphänomene oder erkennen Sie in ihnen tiefere, symbolische Bedeutungen? Wir ermutigen Sie, Ihre Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten zu teilen.